So, hallihallo, meine lieben starke Freunde. Ich heiße euch mal wieder recht herzlich willkommen hier beim nächsten Pro Replay. Das Ganze wieder von der Intel Extreme Masters aus Köln, von der Gamescom. Dieses Matchup hatten wir hier schon mal. Socke gegen Select. Das Spiel hatte Socke verloren. Und ja, dann sehen wir mal noch ein weiteres Spiel. Warum ist hier eigentlich kein Sound an? Hä? Ich nix höre Sound. Ah, ich muss nur das Headset ein bisschen laut machen. Gerade schon gewundert. Das Headset war aus. Ja, es ist Socke gegen Select. Socke hier unten rechts gespawnt. Blauer Protoss gegen Select, den Koreaner. In Amerika leben Terra-Spieler. In Rot auf dem Tal'Darim-Altar. Und die beiden wollen es sich hier nochmal so richtig geben. Und das schauen wir uns einfach mal an. Wie gesagt, es gibt also eine schöne Seite von Gamesports. Da gibt es fast alle Replays bisher von der Intel Extreme Masters. Ich wollte eigentlich auch, wie gesagt, noch Puma zeigen gegen Mana heute. Was ist denn da los? Disconnected. Gleich abhauen. Und ja, das hat mich hier wieder. Also, das ist wieder hier bei der Power-Top-Vorbereitung. Ihr habt es gesehen. Ich war noch im Teamspeak. Ja, das kommt schon mal vor. Ja, Puma gegen Mana. Gestern gespielt. Super starke Games. Und Puma NESL-Gewinner. Sehr, sehr starker Terraner. Aber Mana. Naja, Mana eben. Aber wir gucken jetzt hier Socke gegen Select. Und beide hier ganz standardmäßig. Obwohl bei Select weicht es ein bisschen schon wieder vom Standard ab. Noch kein Gas. Und zweites Depot soll der Kleine gleich hier mal bauen. Und auf der Seite vom guten Socke gibt es hier das Gate, gibt es das Gas und das Scouting von Select. Socke selbst fährt hier hinten gerade noch rum. Und eine schöne Sache, die ich gestern gelernt habe: Diese Positionierung hier ist gut für einen Protoss. Haben sie ja auch gestern da im Livecast gesagt. Auf der Intel Extreme Masters. Denn das Spiel habe ich zum Beispiel auch live gesehen. Denn als Protoss, wenn du auf Kolosse gehst, brauchst du hier nicht diesen riesen Umweg durch die Mitte machen, sondern du rennst einfach hier, zack, einmal hinten rum, zack, hinten rum rein, bumm. Drin ist er. Und ihr wisst ja, wie gerne ich hinten rum rein mache. Und ja, Core Ready bei Socke. Jetzt gibt's hier gleich erstmal noch ein Boost aufs Gate. Jetzt hier erst den Stalker. Ein bisschen Boost verschwendet. 2-3 Sekündchen. Und diesmal keinen No-Gas 4-5-Racks von Select. Wie auch schon gegen Killer. Da hat das ja, glaube ich, drei oder zweimal so gespielt. Sondern er macht No-Gas-Expand. Mit einer Barracks. Hier kommen ein paar Morenos raus. Und zweite Barracks im Bau. Dritte Barracks im Bau. Also ganz standardmäßiges Srirex-Expand. Und Socke jetzt hier One Gate Core, zweites Gas am Laufen und hier vorne auch mit dem Stalker so ein bisschen am Scouten. Während die Katze jetzt hier gerade wieder über den Tisch läuft und mir den Arsch ins Gesicht hält. Katze setzt sich entweder komplett in die Fensterbank oder, ne? Bleib weg. Und hier vorne ein SUV von Select. Was macht er hier? Guckt sich hier die, so ein bisschen die Felsformationen an. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt hier Socke schon mal so ein bisschen an mit einem Marine und beziehungsweise mit einem Bersen und einem Stalker gegen die Marines, aber hier natürlich nicht so wirklich die Chance, zumal jetzt auch hier noch der Bunker fertig wird. Er sollte aber hier. Ja, er hat alles gesehen, weiß ja alles klar. CC. Bunker, dann schmeiße ich auch selbst jetzt mal hier die Expansion. Hat ja auch das Geld dafür schon ein Weilchen, ne, gesammelt. Zweites Gate jetzt hier noch im Bau. Warp Gate Tech 75, 80%. Ja, und es gibt einen Fail beim letzten VOD, Max Zerg gegen Multiglobe. Da fehlen die ersten 5 Minuten, aber ich weiß nicht wie. Ich muss wohl irgendwie beim Rendern ja, die ersten zwei Rohmaterialdateien aus Versehen nicht mitmarkiert haben. Hab dann halt bloß ab Minute 5, ab Minute 6 angefangen zu rendern. Und das Dumme ist aber, wenn ich fertig gerendert habe, lösche ich das Rohmaterial gleich wieder. Also das heißt, es ist weg. Die einzige Möglichkeit wäre, ich müsste das Spiel nochmal komplett neu recasten. Da habe ich aber keine Lust drauf. Also zweimal das gleiche. Dann mache ich lieber noch ein anderes als Entschädigung von ihm.
damit er halt sein komplettes Replay bekommt. Habt aber auch nicht so viel verpasst. In den ersten 5-6 Minuten in dem Spiel ist nichts passiert. Ich habe mich nur ein bisschen darüber lustig gemacht, dass der Protoss eben einen Dual-Core gebaut hat. Und sonst war da nichts. Auf beiden Seiten kaum Verluste. 1, 2 Scouts, Concussive Grenades, Robocom. Hier jetzt in diesem Spiel Expansion läuft. Wir gucken mal auf den Worker-Count. 32 zu 28, 34, 28. Also das ändert sich ja auch wieder sekündlich. APM 240 zu 120. Socker also hier ganz entspannt. Weiß nicht, ob er gerade nebenbei noch ein Eis isst oder was er so macht. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier die Forge. Drittes Gate, also 3 Gate-Robo für den guten Socker. Observer kommt und auf der Seite von Select jetzt halt hier der Switch noch, beziehungsweise das Hinzufügen, das Adden, wie man so schön sagt, des Starports mit Reaktor, damit er eben hier seine Bio-Armee mit entsprechend Medivacs und eventuellen Vikings supporten kann, um halt hier gegen den guten Socker vorgehen zu können. Und wir schauen uns das hier erstmal noch ein Weilchen an. Ein weiterer Warp-In für den Stadt, Bersen, drittes Gas, die Forge ist ready und ja, hier vorne kommt schon mal ein bisschen was angeschlotzt von Select. Aber Socke hat es ja, glaube ich, noch gesehen. Er hat ja hier noch einen Scout am Watchtower. Er selbst hat jetzt hier auch einiges an Sentries reingeworbt und Bersen am Start. Und wer schreibt mir hier schon wieder? Ja. Okidoki. Ja, die Schilde. Sollte es hier erst geben für die Marines, haben wir aber gerade gesehen, abgebrochen und stattdessen das Stim, erst ein Medivacs im Bau, Twilight Council kommt, das 1er Defense Upgrade hier im Research für den guten Socke, der jetzt hier hinten noch mit seinem Observer schon mal so ein bisschen umherfliegt, vielleicht ja auch einen Drop erwartet, 2er Observer fliegt hier vorne rum, sieht hier erstmal alles hier vom guten Select, hat hier die Expansion gesehen, hat hier alles gesehen, die 3 Barracks, den Starport und wahrscheinlich auch, ja, auch hier schon die 3. CC von Select. Und was macht Socke? Der hat sich ja auch schon die Steine abgeräumt. Der könnte also auch exen, wenn er denn wollte. Vieles Gas kommt, 77, 82 aktuell Supply kommt, beinahe am Upgraden. Hier vorne kommt jetzt Select und macht hier mal so ein bisschen Cliff Abusing mit seinen Units, reißt hier den guten Socke mal den Extraktor ab. Aber hier die Force Fields hier schon gar nicht so schlecht. Und Select zieht sich erstmal wieder einen Schritt hier zurück. Noch kein Stim, noch keine Schilde. Aber Concussive Grenades und hier schon mal 2 Force Fields geforst. Extraktor wird neu genommen. Auf der anderen Seite hier noch schön weiterhin das Scouting von Socke, während hier unten Select halt hier jetzt auch noch einen Pylon versucht abzureißen. Aber hier die Force Fields sind ganz gut. Marine geht down. Die Truppen jetzt hier gesplittet von Socke. Die Hälfte oben, die Hälfte unten. 93, 93, der Supply Count. Was macht Select? Will er jetzt vielleicht hier auch so hintenrum hochdroppen? Aber hier steht auch schon Units von Socke. Weitere Gates gehen auf und Bling jetzt auch gleich durch. Und hier der nächste Nexus von Socke. Der gute Giacomo. Und was macht Select? Ja, Select geht hier wieder auf einen Pylon und hier vorne kommen weitere Medivacs, kommen weitere Units angeschlotzt und schöner Blink hier hinterher von Socke. Aber er hat das hier vielleicht ein bisschen unterschätzt, verliert hier ein oder andere, den ein oder anderen Stalker dabei, sniped jetzt hier aber auch erstmal das Medivac raus. An sich aber eine geile Aktion, zeigt gleich auf der anderen, an der anderen Position der Map, nämlich am anderen Ende quasi, geht jetzt hier der Nexus down, wird abgebrochen hier von Socke. Wieder Bling hinterher. Er will hier unbedingt auf Teufel komm raus die Medivacs haben. Hier vorne nochmal eine Sentry, weitere Force Fields. Die waren jetzt nicht ganz so toll. Hier mit kleinem Schlupfloch auch noch da. Und hier kommt wieder noch Marine Force und Stalker. Und ja, hier geht die Echse schon raus von Select. Schon zum OC gemorpht. Und Socke muss seinen nochmal neu nehmen. Ja, schönes Multitasking. Hier vorne hinterher geblinkt. Hier hinten gefightet. Und ja, mehr oder weniger Select zurückgeschlagen. Aber Select hat hier erstmal Mission Accomplished. Hat hier die 3. von Socke ein bisschen verzögert. Denn die war ja schon fast halb durch. Halb durch ist auch gut. Hier Medium Steg. Mm, das muss bluten. Mm, lecker, lecker. Hier werden die Medis repariert. Und das war ungewöhnlich hier. Diese harten Blinks hinter den Units hinterher mit den Stalkern, um halt hier die Medivacs rauszusnipen. Da war ihm auch egal, dass er dabei alle Stalker verliert.
Und jetzt guckt euch mal an, was Select hier schon wieder zusammengeschraubt hat. 140 zu 120. Charge im Research, das zweier Ground Armor Upgrade im Research für Socke. Aber hier so viele Marauder Marines mit Schild. Und ein oder Angriffs-Upgrade gleich durch. Ein paar Ghosts auch noch mit dabei. Und der Immortal, was mit dem Immortal hier los? Ich weiß auch nicht. Hat hier der gute Socke? Ja, hat er wohl gerade einen Waypoint-Fail gehabt von dem Observer noch. Und jetzt kommt halt, kam halt die erste Unit raus und das war ein Immortal und der latscht einfach mal in die Mitte der Map. Und jetzt gibt es ja auch irgendwo noch das Robo-Bay. Wo hat er das hinten versteckt? Ach, da. Ja, Thermal Lance gibt's noch, während jetzt hier hinten mittlerweile die dritte am Laufen ist. Charge gleich durch. Thermal Lance 30% 0-2er Upgrade, beziehungsweise 1-2er Upgrade hier auch schon am Laufen. Und hier die Observer halt auf der Map von Socke. Sehr, sehr stark. Ja, Maxizerk bedankt sich für den Replaycast. Da muss ich mal ganz kurz auf Pause machen und mich mal kurz hier auf D&D stellen. Ja, das ist das Spiel von Maxizerk, das letzte, was ich halt für YouTube gerecastet habe. Aber das Dumme ist ja, wie ich es gerade vorhin am Anfang schon gesagt habe, die ersten 5 Minuten fehlen. Muss er mir nochmal ein neues schicken, dann mache ich nochmal ein neues. Das hat er sich verdient, denn er ist ja derjenige, der mir, wenn er im IRC ist und ich einen Cupcaste, mich mit Informationen versorgt und mir sagt, ja, der und der Spieler ist hier Master Diamond, was weiß ich was, wenn ich halt einen Namen nicht kenne. Was ja oft vorkommt, denn ich kenne ja gar keinen. Und jetzt machen wir hier weiter. 175 zu 150. Und Socke steht hier mit den Schlotzen da, das EMP auf die Stalker. Aber die Force Fields hier sind ganz gut, separieren die Units. Und Select rettet hier auch schon über die Force Fields hinweg seine Units. Aber hier wieder, diesmal war es super. Die Medivacs gesniped, aber die Stalker, wie sie einfach nur sterben gegen die gesnipte Biomasse. Aber die Schlotzen sind mittlerweile ready. 1-2 Upgrades. Sind ja auch durch und deswegen halten die ganz gut was aus. Jetzt geht sie wieder auf die Medivacs und die werden schnetzeln und schnetzeln. Nächster Stim kommt. Medivac hier muss heilen, was das Zeug hat. Aber die Units rennen einfach viel zu schnell weg, als dass das Ding hinterher käme. Und jetzt geht's hier wieder schön mit den Stalkern aufs Medivac. Und die werden schnetzeln und schnetzeln. Der nächste Stim läuft 140, 120. Nächstes Reinforcement kommt ja auch schon gestimmt, angerannt. Und Socke zieht sich zurück, während halt Select hier auf dem Vormarsch ist. Ah, kurze Pause. Zwei Kolosse im Bau für Socke. Thermal Lance ist auch durch. Auch hier hinten gab es einen Drop, aber auch der wurde hier geklärt von Socke. Super stark hier sein Placement. Überall Overseer, beziehungsweise Observer, Observer, Observer. Und auch hier steht noch ein Bersi rum. Wir gucken nochmal aufs Income. 71, 75, Units Lost 5, 4, 6, 2 für den Terra, was teure APM. 150 zu knapp 300. Und jetzt haben wir halt auch hier die ersten 2, 3 Kolossi schon mit dabei. 1, 2er Upgrades. Und wie sieht das Ganze hier bei Select aus, der hier wiederkommt? 1, 0, die Units hier zum Teil angestimmt. Die Medivacs hier leer gelutscht. Und auch hier vorne wieder schön. Yum, yum, 2 Medivacs for free. Das ist natürlich scheiße. 154, 158 Scan kommt hier von Select. Pylon kommt von Socke, um hier schneller reinforcen zu können. 2-0 Upgrade kommt. DT Shrine kommt für den guten Socke. Und jetzt geht's hier mal auf die andere Seite. So ein bisschen Cliff Abusing hier mit den Kolossen. Klappt das natürlich auch wunderbar. Hier vorne die Bio-Armee. Ja, wollte gerade sagen, nicht zu weit nach vorne wagen, denn hier oben stehen hier schon separierte Terraner-Trüppchen. Die ersten Vikings jetzt mit auch dabei. Und jetzt kommt Socke. Socke kommt hoch, Kolosse, Rösten, Guardian Shield, die Bersen chargen an. Erstmal auf den Turret hier, der stört, der Schrott. Aber hier schon mal komplett die Schilde weggeröstet hier von dem einen Kolossi hier. Vikings jetzt mit am Start. Ja, Viking werden hier rausgeblinkt. EMP kommt, ein Viking stirbt, das zweite fast down. Aber ein Viking ist halt einfach zu wenig. Aber wie viele Marauder der Typ hier hat? 8, 16, 24 Stück. 180, 180, der Supply Count, 190, 190, jetzt bei beiden knapp. Ghost geht hier down und jetzt ist halt hier ein Viking hier in die Bio-Armee. Etwas ausgeliefert, aber Socke zieht sich zurück, denn auch von hier oben kommen jetzt wieder hier Units angeströmt. Dann ist er quasi hier in die Zange genommen und da zieht sich Socke zurück. Weitere Units werden hier vorne geworbt, die Bersen kommen. Was wollen die denn hier? Wo wollen die denn hin? 2-2er Angriffsupgrade läuft jetzt auch auf der Seite von Socke. Hier vorne war wohl auch wieder ein bisschen Drop-Action. Habe ich was verpasst? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier vorne nicht wirklich viel passiert. Ah, der Koloss hier so ein bisschen angegangen. Es sieht aber ganz gut aus hier. Wir schauen mal auf Worker Kill. 1 zu 30. Also scheint Select hier nicht allzu erfolgreich gewesen zu sein. Mit diesem Drop und auch hier oben muss was gewesen sein, was ich natürlich wieder nicht gesehen habe. Mit den DTs. Aber auch hier Turret ist alles jetzt nicht so die Gefahr. Aber trotzdem 30 Worker schon verloren auf der Seite von Select. Das tut mir leid, da habe ich wohl ein bisschen was verpennt.
Vieles aber auch, denke ich mal, hier vorne drauf gegangen, die T aber hier rausgesniped. Und Hidden Expansion vom guten Socke unten links und hier unten nochmal ein Marine, der hier down geht. Und gleich mal die nächste Echse gebaut vom guten Socke. Und ja, während ich hier gerade wieder das eine andere hier überblickt habe, muss ja hier oben wieder auch was passiert sein, denn die Kolosse sind weg von Socke. Oder hat er die vielleicht woanders hingekriegt? Ja, hier sind sie wieder, 4 Stück, auch ein paar angeschlagen. Also habe ich nochmal Glück gehabt, noch mehr Kolosse dazu. 8 Kolosse, meine Fresse, was da für AOE rausgeströmt. Kommt hier wieder 3, 4, 5 SCVs gekillt und jetzt auch hier einiges an Vikings am Start. 9 Stück von Select. 190, 190. So viele Kolossi. Gucken wir nochmal aufs Unit-Tab. Er hat 16 Stalker, 8 Kolosse, 12 Bersen, 2 DTs und eine Handvoll Sentries. Und er zieht sich aber erstmal wieder ein Stück zurück hier unten. Und hier oben kommt Select raus, reißt hier ein paar Pylons ab. Und hier kommt wieder Socke. Wie gesagt, 8 Kolossi. Aber halt auch hier 11 Vikings. EMPs hauen hier wieder ganz gut rein. Blink geht nach vorne. Hier werden ein oder einer nach dem anderen rausgesniped. Nämlich hier die Vikings. Eben waren es noch 11, jetzt sind es nur noch 5. Aber dabei ging natürlich auch hier gegen die super starke Ground-Armee von Select viele, viele der Stalker down. Und dementsprechend sind die Kolosse jetzt hier schutzlos gegen die Vikings. Aber da kommt Reinforcement von Socke an. Aber beide hier haben hier hart verloren. 140 zu 110. Aber 4 Kolosse stehen noch und dementsprechend hat man jetzt hier die Bodenarmee, die Reste der Bodenarmee von Select auf dem Rückzug in a full retreat, wie es ja jetzt so schön heißt. Und die Vikings können natürlich auch nichts mehr machen, wenn halt hier schon wieder so viele neue Stalker am Start sind. 2 Zweier Upgrades. Hier unten die Hidden Expo von Socke ist auch schon schön am Laufen. Und auch hier unten ist er am meinen, dann müsste das Income ja hier, wir sehen es, 2200 zu 1400. 3 Zweier Upgrades kommen jetzt zwar auch nochmal für die Bio-Armee von Select, der sich hier oben wieder schön aufstellt. Und das 2-3er Upgrade läuft für Socke. Nächsten Kolosse kommen raus. Und hier vorne auch wieder ein Bersi, um zu gucken, wo der Terra ext und wann der Terra ext. Auf jeden Fall hat der Terra nur noch eigentlich diese Expansion hier als Möglichkeit. Oder hier alles andere. Hier ist Socke am Start. Hier sieht er, wenn da was kommt. Hier überall Observer. Und auch hier ist ein Observer. Und der hat eigentlich Map Control ohne Ende. Der gute Typ. Wie gesagt, der einzige Deutsche auch auf der Intel Extreme Masters. Jetzt auch hier die ersten Templer. Hat er schon Storm? Wo ist das Templer-Archiv? Ja, nee, Storm hat er noch nicht. Vorne nochmal ein paar Bersis gewarpt. 195 zu 140. Ja, und Select steht hier in freudiger Erwartung auf das, was da gleich kommt. Nochmal 6 Gates im Bau auf der Seite von Socke. Und er hat ja hier auch schon ein paar stehen. Und ja, hier nochmal 6, gar kein Problem. Ja, hier vorne geht's wieder los. Die Katze bufft mich hier an. Er will wieder sich ein bisschen hier, ne? Hier, mach was mit mir. Geh weg. Ja, durch den Scan hier, der eine Observer abgerissen. Überall jetzt hier nochmal ein paar Pylonen im Bau. Ja, ein paar Stalker gehen hier vor. Will wohl mal gucken, ja, wo sind die Vikings? Und hier jetzt wieder 6 Kolosse, davon aber hier schon einige ganz gut angesoftet. Hier vorne nochmal ein Dropship von Select, was will er damit machen? Und hier mal einen SCV, aber auch das kommt nicht weit. Denn der Berserker ist am Start. Und dann geht das hier los, in die Kolosse getrieben und hier vorne ein Dropship ausgeladen. Oh, hier kommt ein schöner Slide von Socke vorbei. Sieht es Select, stimmt da hinterher. Nee, kriegt er nicht mit. Ah, jetzt hat er es gesehen. Aber hier ein DT. Und Socke ist auch Supply Block, kann nicht swarpen. Aber hier schön mit dem Feedback nochmal, dass Medivac gefehlt ist, hat ein bisschen Supply frei, kann nochmal ein paar Bersen warpen. Und das Ganze hier halt dann entsprechend vielleicht sogar clearen. 3 Zweier Bersen, beziehungsweise Marines und Marauder. Gegen hier 2 Dreier Bersen. Hier oben wird sich nochmal ein bisschen bewegt, zurückgezogen.
Und hier vorne das Ganze jetzt hier geklärt. Explodierte, geplatzte Marauder. Und ja, die Gates hier noch nicht alle aufgeklappt. Ja, jetzt hat das gemerkt. Hier der gute Socke. Und hier vorne, den Gates jetzt wieder los in den Fight. SCV ist auch mit dabei. Die Kolosse hier schön aufgestellt am Rösten. Aber hier ist nichts, was da gerade gegenarbeiten kann. Wo ist die restliche Ground-Armee von Socke? Die ist scheinbar irgendwie Schrott gegangen. 160. Der warpt hier einfach mal komplett hier wieder 20.000 Supply rein. Bersen, Stalker. Und die Kolosse jetzt aber hier fast alle down. Oder bleibt noch einer stehen? Die letzte Viking fällt jetzt in dieser Sekunde. Aber hier die Marauder, die Marines kümmern sich drum. 120 zu 96. Expansion hier auch nochmal rausgeliftet von Silek. Hat das hier also tatsächlich geschafft, hier die gemaxte 200 Armee von Socke zu killen. Aber für Socke kein Problem. Der warpt hier mit seinen 30.000 Gates hier. Wie viele Gates hat er überhaupt? Wir müssen mal ganz kurz anhalten. Wie viele Gates hat er denn? Er hat hier 8 Gates stehen. Er hat hier 9 Gates stehen, also 17 Gateways. Also da hast du mal, ne? Wenn der Stalker 34 Supply Instant, der kann sich's ja auch leisten. Er hat ja hier 1, 2, 3, gleich hier die vierte Base am Laufen. Und Select hat hier 0, 0, 0, hat nur noch das hier. Und der kann sich's halt einfach leisten, hier diesen Army Trade einzugehen. Und auch wenn das hier wieder recht gefährlich aussieht, was Select hier hat, er hat einfach nur noch das. Und er hat auch kein Geld. Wir gucken mal aufs Income. 700 zu 2000. Also, das ist hier für Socke. Ja, mein Gott, reiß mir doch die Armee ab hier. Da baue ich halt mal schnell wieder alles neu. Gar kein Problem. 3-3er Upgrades mittlerweile auch hier. Auch auf den Units 3-2 hier. Das, jetzt geht es ja auch sogar los, hier die Schild-Upgrades zu erforschen bei Socke. Die ersten Kolossi jetzt auch hier wieder da bei Templar voll aufgeladen. Storm ist jetzt sogar auch noch mit am Start. Also das ist hier wirklich ziemlich gut für den guten Socke. Auch wenn das Unis Lost Tap hier uns sagt, dass es ausgeglichen ist. 27, 28.000. Wir sehen es ja am Income, wir sehen es ja hier an der Map Control, wir sehen es an den Armies. Der gute Socke ist hier dann doch mal meiner Meinung nach ganz, ganz weit vorne. Viele, viele Archons, zwei Kolosse, Stalker, Bersen und Storms gegen halt hier so einen kleinen Haufen Bio-Armee, der zwar auch starke Upgrades hat, aber das kann nicht funktionieren. 120 zu 200. Hier vorne kommt Socke. Schickt jetzt bloß noch die Bersen hier oben in die Expansion rein. Und dann hat halt immer noch so viel hier vorne. Guckt es euch an. Ja. Select hat auch keinen Bock mehr, nachdem er jetzt hier vorne seine isolierte Echse nicht retten oder saven kann. Gibt er einfach uncontested, wie man jetzt ja auch neudeutsch sagt, uncontested, das GG. Und Socke gewinnt, starkes Spiel. Und ja, das erste Game auf Shakuras hat er ja verloren. Jetzt das Spiel auf Tal'Darim gewonnen. Und ich gucke mal, vielleicht zeige ich das komplette Matchup. Müsste ich mir das dritte Spiel noch besorgen. Ich habe aber schon ein anderes gutes Replay, was ich jetzt mir gleich reinziehen werde und euch daran teillassen haben werde. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen, bewerten, kommentieren, abonnieren, liken, bla 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 bla. Bis dahin sage ich Tschüss!